Hibiskus ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser und existiert seit der dritten Spielgeneration. Hibiskus ist ein kleines, herzförmiges und fischartiges Pokémon, das in der Farbe Rose erscheint. Das Wasser-Pokémon schwimmt im Wasser, indem es seine Herzflügel wie Flossen bewegt. An der Herzspitze befindet sich Hibiskus Mund, welcher heller gefärbt ist als der Rest und mit welchem es Wasserattacken einsetzen kann. Nebenbei hat es unter seinen Augen hell gefärbte Wangen und die Augen sind schwarz gefärbt mit weißer Pupille. Und in der Shiny-Version hat Hibiskus eine gelbe Farbe. Hibiskus ist ein eher schwächliches, jedoch flinkes Pokémon. Sein liebenswürdiges Äußeres nutzt es für eine Vielzahl von Attacken aus und schwächt den Gegner mittels Liebreiz oder Charme, verwirrt oder beziert ihn mit Bitterkuss oder Anziehung oder schadet ihm direkt mit Herzstempel oder Diebeskuss. Reizt man es, erwehrt er sich mit Bodycheck oder Wasserattacken wie Hydropumpe oder Aquawelle. Seine Fähigkeiten spiegeln seine Anpassung an seine wasserreiche Lebensumgebung. So weisen Exemplare mit Wassertempo im Regen eine sehr hohe Initiative auf, während seltenere Exemplare mit der versteckten Fähigkeit Hydration im Regen Statusveränderungen wie eine Verbrennung heilen. Hibiskus ist ein häufig vorkommendes Pokémon, das im salzigen Meerwasser verschiedener Regionen heimisch ist, beispielsweise auf der Route 128 in Hoenn, Route 8 in Kalos oder dem Meer von Mele Mele in Alola. Es bevorzugt dabei seichte Gewässer mit tropischen Temperaturen. Seine Vorliebe gilt Korallenriffen, weshalb es Corazon liebt und besonders gerne zwischen dessen Armen ruht. Während der Laichzeit färbt sich das Wasser in solchen Riffen vor lauter Hibiskus rosa. Hibiskus ist sehr gesellig und folgt Schwimmern, vor allem Liebespaaren in den Wellen der Ozeane. Dies ist neben seinem herzförmigen Körper der Grund dafür, dass das Rendezvous-Pokémon als Symbol der Liebe und Romantik gilt. Man sagt, dass Paaren, denen Hibiskus begegnet, eine endlose Liebe vorsteht, weshalb in vielen Gegenden traditionell Hibiskus an Paare verschenkt oder die Pokémon in Swimmingpools von Hochzeitsreisenhotels gehalten werden. Auch der Besitz einer seiner Herzschuppen verspricht erfolgreiche Partnersuche, weshalb es früher überfischt und selten war. Wird Hibiskus selbst einsam, verliert es seinen Lebenswillen, wodurch es leichte Beute für Pokémon wie Pelipper wird. Dabei ist Hibiskus oder hat Hibiskus keine Vorschrift und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typen Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.